Aufgepasst, ein Reseller, was geht? René hier von Reseller mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video an diesem wunderschönen Freitag hier in Österreich. Und heute geht's um Bücher. Ihr habt den letzten Freitag über die Filme, habt ihr mir geschrieben, hey René, mach das gleiche mal über Bücher, stell uns mal ein paar Bücher vor, motivier uns da ein bisschen, hau uns ein bisschen was raus, und das mache ich natürlich heute. Bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt fangen wir direkt an mit dem ersten Buch, nämlich The Miracle Morning. Ich habe ein paar Bücher für euch zusammengestellt. Es sind 6-7 Bücher, wo ich euch auch immer die besten Learnings draus ein bisschen mitgeben will. Ich verlinke euch natürlich alles unten. Und ich habe euch noch eine Top 30 Liste meiner Bücher, die ich in den letzten 1,5 Jahren gelesen habe, habe ich euch noch verlinkt. Einfach nur, damit ihr dann ein bisschen durchstöbern könnt. Alles easy, meine Freunde. Und jetzt, wie gesagt, der Miracle Morning. Da geht es darum, sich eine Morgenroutine zu schaffen. Das bedeutet, man steht eine Stunde früher auf, geht dafür ein bisschen früher ins Bett und macht am Morgen die wichtigsten Dinge. Einfach so eine kleine Routine. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr steht immer um 6 Uhr auf, steht um 5 Uhr jetzt auf, und dann macht ihr dreimal, also ihr nehmt euch 20 Minuten Zeit fürs Lesen, ihr nehmt euch 20 Minuten Zeit fürs Meditieren und ihr nehmt euch 20 Minuten Zeit vielleicht, um euch gesundes Essen zuzubereiten. Das könntet ihr machen beispielsweise. Es gibt auch noch viele, viele andere Dinge, die man machen kann, und das wird in diesem Buch The Miracle Morning sehr, sehr nice beschrieben. Echt ein motivierendes Buch. Da geht es halt darum, die hatte auch einen extrem heftigen Autounfall und hat sein Leben ein bisschen geändert, und das, oder ein bisschen, eigentlich richtig, richtig heftig geändert. Also lest euch definitiv durch. Auch noch so ein kleiner Tipp, wenn ihr sagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf Lesen, ist zwar eine schlechte Angewohnheit, das kann man sich auch alles antrainieren, vollkommen klar, aber dann würde ich dir raten, zieh dir Audible, gibt es bei, wenn man Amazon Prime hat, glaube ich, 1-2 Monate gratis, verlinke ich euch auch noch unten, wie gesagt, dann kann man halt statt dem Lesen seine Zeit sinnvoll nutzen, also das Lesen auch eine sinnvoll genutzte Zeit, aber ich meine im Auto sinnvoll nutzen, beispielsweise, wenn man jetzt von A nach B fährt, hat 30 Minuten Zeit, haut sich ein Hörbuch rein, und so kommt man auch auf seine Lesestunden, in Anführungszeichen, nur halt indirekt, und man hat trotzdem den Input sozusagen. So, das nächste Buch, das ich vorstellen will, ist für jeden, der halt gerade in die Persönlichkeitsentwicklung startet, der jetzt halt sagt, okay, also wenn du jetzt sagst, okay, René, ich bin halt wirklich ein Neuling in dem Bereich, ich habe noch nie ein Buch angefasst, welches Buch würdest du mir jetzt empfehlen? Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer blende ich jetzt ein, auch die, auch meine Bekannten, meine Freunde, meine Freundinnen, meine Freunde. Wenn mich die fragen, hey René, kannst du mir ein Buch empfehlen, das so richtig geil ist, oder wo du sagst, okay, da packst du die Motivation, um dann weiterzumachen, dann ist es die Gesetze der Gewinner. Und da würde ich euch auch gerne ein Learning draus mitgeben, gebt immer 110%. Dort wird irgendwie so ein Gewichtheber interviewt oder gefragt von dem Moderator, welche deiner 10 Wiederholungen ist die wichtigste, und er sagt dann einfach drauf die 11. Und das ist ein extrem, extrem geiles Beispiel, weil die Leute, die wirklich 110% geben, also statt 12 Stunden 14 Stunden da bleiben oder noch die extra Meile rennen oder noch so in Anführungszeichen oder einfach noch den extra Meter machen, die werden von mittelmäßig oder durchschnittlich wirklich zu einer Spitzenklasse werden. Und es gibt noch so viele andere Dinge wie Momentum und so weiter, wird dort erklärt, oder, also schaut euch das Buch an, wirklich. Wenn ihr ein Buch lesen müsst, wenn ihr noch keins gelesen habt, dann ist es die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, meiner Meinung nach ein extrem, extrem geiles Buch. Gibt es auch als Hörbuch, sogar bei YouTube ist es, glaube ich, hochgeladen. Könnt ihr euch dann auch gern anhören. Dein Hindernis ist dein Weg. An sich ist alles weder gut noch schlecht, nur das Denken macht es daraus. Ja, das ist ein heftiger Satz, Freunde. An sich ist weder was gut, was schlecht, nur deine Gedanken machen es daraus. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ihr werdet, der ein oder andere von euch wird das mal gehabt haben, es ist irgendwas Komisches passiert und ihr wurde gleich emotional und im Nachhinein habt ihr euch gedacht, oh mein Gott, das war jetzt nicht richtig, was ich gemacht habe und so weiter. Und wenn man sein Denken trainiert, sodass man Emotionen immer ausschaltet und einfach logisch denkt, dann ist das Ganze viel, viel einfacher. Und in diesem Buch wird das auch sehr, sehr gut beschrieben. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt auf Corona das überspielt. Ich weiß, das Wort kann keiner mehr von euch hören, aber trotzdem, super Beispiel. Es gibt 1000 Läden. Von den 1000 Läden mussten alle schließen. Und 10 von den 1000 Leuten haben jetzt mehr Geld wie zuvor oder haben locker die Krise geschafft. Die anderen 990, die haben halt das nicht geschafft, oder die anderen 900, wenn 100 das gemacht haben. Was meine ich jetzt damit? Ich kenne zum Beispiel jemanden, der auf Mallorca so einen Verleih hatte. Also den kenne ich nicht gut, aber ich kenne ihn. Und ich habe auch mal mit ihm geschrieben. Der hatte dort einen Verleih. Natürlich, er hatte das gleiche Problem wie 1000 andere auf dieser Insel. Es kam kein Geld rein.
Und was hat der gemacht? Er hat nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern hat einen YouTube-Kanal gegründet, um beispielsweise Leuten zu zeigen, okay, wie läuft es jetzt gerade auf Mallorca während Corona. Dort hat er 10.000 Abonnenten jetzt schon und dort verdient er jetzt ungefähr so viel Geld mit ein bisschen Unterstützung, wie er bei seinem Fahrradverleih oder bei seinem, er hat irgendwas verliehen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt raus will. Es gibt immer zwei Wege. Man kann jetzt sagen, okay, scheiße, ich bin jetzt auf Malle, ich hab ein Wirtshaus gehabt, ich bin jetzt am Arsch, weil Corona kommt. Blöd gesagt, sorry, dass ich für meine Wortwahl. Aber der hat sich gedacht, okay, das könnte ich jetzt machen. Und dann habe ich verspielt. Dann bin ich auf ihn angewiesen, auf einen anderen. Und das will man natürlich nicht. Was hat sich der Typ gedacht? Okay, dann schaue ich, was ich machen kann. Die Leute wollen informiert werden. Die Deutschen besonders, die Lieblingsinsel ist ja das Bundesland, das ein weiteres Bundesland von Deutschland. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Der hat sich halt überlegt, okay, hat am Anfang mit seinem Handy gefilmt, hat dann ein bisschen in Equipment noch investiert und kann sich jetzt so locker über Wasser halten, egal wie lange Corona noch dauert. Und das ist so ein heftiges Learning. Wie gesagt, dein Hindernis ist dein Weg. Ein extrem, extrem heftiges Buch, Freunde. Schaut euch das definitiv an. Ist nur zu empfehlen. Dann kommen wir zu einem Buch, wo der eine oder andere ein bisschen schmunzelt, nämlich von Kollege, das ist Alpha heißt das Buch. Auch ein cooles Buch, besonders für die Jüngeren. Dort wird mit ein bisschen mehr Slang, wenn ich das so sagen darf, aber werden sehr, sehr wichtige Mindset-Tipps weitergegeben. Und ein Tipp zum Beispiel aus diesem Buch, wie gesagt, ich würde es einfach jedem empfehlen, lest euch auch das mal durch, dass die Angst eigentlich nur in deinem Kopf entsteht. Was ist eigentlich Angst? Man hat Angst vor Dingen, die eventuell in der Zukunft passieren können. Natürlich ist die Angst gut, wenn ich auf dem Wolkenkratzer oben stehe und hier ist kein Geländer mehr, dass ich da zurückgehe. Aber in Wirklichkeit nutzt dein Körper oder unser Körper von jedem Einzelnen, nutzt die Angst viel zu oft. In Wirklichkeit passiert meistens dann gar nichts. Zu 95% passiert nichts. Aber dein Kopf sagt dir schon davor, hey, mein Freund, pass auf, da könnte das passieren. Also nehmt die Angst in gewissen Dingen nicht zu ernst, sondern denkt logisch drüber nach, was ist das Worst-Case-Szenario, wie oft passiert das oder mache ich mich da gerade verrückt. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Learning aus diesem Buch. Es gibt noch ein paar andere Learnings, lernen aus deinen Fehlern und so weiter. Also schaut euch auch dieses Buch an. Finde ich auch extrem, extrem cool. Ist ein bisschen einfacher geschrieben. Aber wie gesagt, auch für die Jüngeren, checkt das definitiv aus. Hat der Kollege echt das Cooles rausgebracht, meiner Meinung nach. Auch um Mindset weiterzugeben. Er ist grundsätzlich ein sehr, sehr heftig im Mindset-Bereich unterwegs. Und das finde ich halt echt cool. Deswegen mag ich ihn auch extrem gerne. Dann das Café am Rande der Welt. Das ist ein Buch, das hat mich auch beim ersten Mal lesen übelst getroffen. Da geht es um die Zweck, um den Zweck deiner Existenz sozusagen. Hast du Angst vor dem Tod? Führst du gerade ein erfülltes Leben oder führst du ein Leben, was dir wer anderer vorschreibt? Das musst du dir mal fragen. Oder musst du dich mal fragen, natürlich nicht dir, Digga, what the fuck. Auf jeden Fall, du musst dich mal fragen. Ist das Leben, das ich gerade führen will? Oder vertue ich mein einziges Leben? Ich habe ja nur eins zu 99%. Vertue ich das gerade mit Dingen, die mir keinen Spaß machen? Bitte, ich bitte euch, geht in euch, da geht es gar nicht jetzt um Geld verdienen, um Millionär werden, whatever. Überlegt euch mal, was ist der Zweck eures Lebens oder was wollt ihr in diesem Leben erreichen? Ich, wie gesagt, habe ich schon sehr, sehr oft erwähnt, ich denke immer an den Tag, an dem ich sterben werde. Ich hoffe, ich bekomme den noch aktiv mit, bis das dann soweit ist. Und dann denke ich einfach dran, habe ich mein Leben so geführt, wie ich es wollte? Habe ich die Risiken eingegangen? Bin ich auch mal all in gegangen? Habe ich auch mal verloren? Habe ich mal verkackt? Das ist ja vollkommen wurscht. Um das geht's ja. Habe ich aus meinen Fehlern gelernt? Und vor allem, bin ich zufrieden? Kann ich so abtreten, in Anführungszeichen? Und das sollte sich jeder von euch fragen, meine Freunde. Es ist überhaupt nicht böse gemeint oder so, sondern einfach nur mal drüber nachdenken. Weil ich will nicht dort liegen zum Beispiel und sagen, okay, ich hab 65 Jahre oder 55 Jahre meines Lebens oder 50 für jemanden gearbeitet, der ein super Leben hatte, weil er die Arbeit da hatte. Natürlich habe ich vielleicht Verantwortung gehabt. Aber das ist in meinen Augen keine Ausrede. Man kann da rauskommen, das beweisen sehr, sehr viele immer und immer wieder. Und ja, wie gesagt, denkt da mal drüber nach. Das ähnliches Buch wäre auch noch Der Alchemist, auch ein richtig, richtig cooles Buch. Diese zwei habe ich dann kurz hintereinander gelesen. Verlinke ich euch auch alles unten. Grundsätzlich gibt es noch tausende andere Bücher und ich will eure Zeit natürlich nicht stehlen, meine Freunde. Schaut da unten rein, ich habe euch alle verlinkt. Es ist einfach wichtig, Gas zu geben, sich weiterzubilden und auch nochmal kurz, um das Ganze jetzt zusammenzufassen, sich Gewohnheiten zu schaffen. Das Lesen ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Punkte im ganzen Leben und nur durch das bin ich dort, wo ich jetzt bin. Ich bin bei weitem nicht dort, wo ich hin will. Aber das Lesen hat mich immer und immer wieder motiviert, hat mich immer und immer wieder weitergeholfen.
und auch solche Videos anzuschauen, also nicht von mir selbst natürlich, sondern von anderen Leuten, hat mich jedes Mal wieder gepusht, weiterzumachen, Gas zu geben. Und es gibt immer zwei Seiten. Egal, was euch passiert, egal, was euch passiert ist, welche Schicksalsschläge hatte ich auch schon. Aber man kann immer entweder das oder das machen. Denkt an die Geschichte, was ich euch erzählt habe, oder von dem aus Mallorca. Er hätte auch sagen können, okay, Digga, das war jetzt meine Auswanderung, ich bin jetzt wieder weg. Oder nein, das will ich und da gebe ich Gas, da gebe ich 110% und ich überlege. Und es funktioniert, es klappt, wenn man nur will. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist ein echt guter Schlusssatz, glaube ich, meine Freunde. Tut mir den Gefallen, lest mindestens ein Buch im Monat, am besten 4, 5, 6, so viel wie es halt geht, so viel wie ihr Zeit habt. Legt euch Routinen an und schaut Motivationsvideos. Schaut auch ab und an bei mir im Kanal vorbei, meine Freunde. Da gibt es auch ab und an so Off-Topic. Wie gesagt, letzte Woche die Filme, am Freitag heute die Bücher. Und ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Freitag. Bleibt gesund, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Das freut mich natürlich am allermeisten. Und ansonsten bleibt einfach so, wie ihr seid. Ihr seid die beste Community, meiner Meinung nach. Gebt weiter Gas. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René. Ciao, ciao.